Und dank Ihnen haben Millionen von deutschen Touristen die Türkei besucht. Viele Vorurteile wurden dadurch abgebaut. Neue Ja, Freundschaften sind entstanden. Ist absolut. es definitiv, denke ich, Ihr Lebenswerk? Ja, wirklich, kann man sagen. Also Tourismus ist auch nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, es ist ein Mittel für die Völkerverständigung. Und viele Deutsche, die in die Türkei gefahren sind, haben großteils ihre Vorurteile abgebaut. Man hatte so viele Vorurteile gegenüber einem Land, nicht? Goethe sagte, weit hinten in der Türkei, wo sich die Völker schlachten, irgendwo. Also für die größten deutschen Dichter, wer selbst Goethe war, ein verdammt fremdes Land. Und mittlerweile, ich kann mir vorstellen, ich habe die exakte Zahl, aber 10 bis 15 Millionen Deutsche haben die Türkei schon besucht. Das ist schon beträchtlich, ganz schön hoch. Und dann haben die also viele ihre Vorurteile abgebaut. Also Türkei ist nach wie vor ein sehr beliebtes Reiseziel für die Deutschen.